Willkommensgeschenke hatte der seit 8 Spielen ungeschlagene TSV Buchbach sicherlich nicht mit auf die Reise nach Mittelfranken genommen. Die Oberbayern in Rot gingen als Favorit in die Partie beim Tabellen 17. dem SC Eltersdorf. Die Truppe von Bernd Aigner holte zwar am Wochenende in Aschaffenburg ihren zweiten Saisonsieg, die Rollen waren aber trotzdem klar verteilt. Und es waren auch noch keine 2 Minuten gespielt, da schien sich alle Theorie zu bewahrheiten. Dieser Schuss von Jonas Wieselsberger findet seinen Weg an Freund und Feind vorbei ins Tor zur Buchbacher Führung. Perfekter Auftakt für die Gäste. Die Hausherren schüttelten sich kurz und fanden dann direkt die perfekte Antwort. Laurin Klaus wird hier von der TSV-Defensive komplett alleine gelassen und nutzt das zum Ausgleich. Nur 8 Minuten später kam es noch besser für den SCE. Nach diesem eher missglückten Klärungsversuch drischt Julian Konrad das Ding humorlos in die Maschen. 2:1, Spiel gedreht. Kurz vor der Pause wackelte die Führung allerdings gewaltig. Moritz Sassmann findet aber keinen Weg vorbei an Tugajak Bakla zwischen den Eltersdorfer Pfosten. SCE-Coach Aigner hatte Grund zur Freude, die Führung seiner Mannen zur Pause beileibe nicht unverdient. Den chancenreichen zweiten Durchgang eröffnete Thomas Winkelbauer auf Seiten der Gäste mit diesem Abschluss. Die wirklich dicken Dinger hatten aber die Quecken. Nach der Hereingabe von Konrad hat Karim Seid das 3:1 auf dem Fuß, scheitert aber an TSV-Goalie Daniel Maus. Das 3:1 lag dennoch in der Luft und nach diesem tollen Pass von Seid auf Kelvin Sengül fiel es dann auch. Maus stürmt an Ball und Gegner vorbei, Sengül hat dann keine Probleme mehr, das Ding zu verwerten. Buchbach aber gab nicht auf. 20 Minuten vor Ende köpft Tobias Staff zum Anschlusstreffer ein. Nur noch 2:3. Eltersdorf weiter das bessere Team, brachte aber den Deckel einfach nicht drauf. Hier vergibt der auffällige Konrad. Den Gästen gelang trotz aller Bemühungen aber nicht mehr allzu viel. Dieser Kopfball von Lukas Winterling noch die gefährlichste Aktion. Und so beendete dann in der Nachspielzeit Maximilian Göpart das Zittern der Heimelf und setzte mit dem 4:2 einen gelungenen Schlusspunkt unter eine gute Eltersdorfer Vorstellung. Ein verdienter Sieg inklusive Glückwünsche. Erstmal Glückwunsch an Eltersdorf. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Leider, ja, oder anders formuliert, sind wir eigentlich gut ins Spiel gekommen. Alles läuft so, wie wir es uns vorgenommen haben. Und dann viele, viele individuelle Fehler. Ja, haben wir gegen sehr häufig eingeladen. Und dann muss man sagen, letztendlich auch in der Höhe verdient, verloren. Vielleicht ist es einmal ganz gut, dass wir wieder mal auf dem Boden der Tatsachen zurückkommen sind. Haben natürlich einen denkbar schlechten Start ins Spiel, wo wir gleich in der ersten Minute gleich das 1-0 fangen nach einer Standardsituation. Waren wir auch überhaupt nicht da die erste Viertelstunde, haben das Spiel komplett an uns vorbeigelaufen. Haben wir auch Glück gehabt, dass wir nicht das 2-0 kassieren noch. Haben dann mit dem 1-1 dann so langsam Zugriff ins Spiel gefunden. Das 2-1 dann mit einer, ja, sage ich jetzt mal, 100%igen Quote von der Kaltschnäuzigkeit. Mit dem 3-1 dann waren wir natürlich dann schon mal ein Stück weit. Aber man sieht ja, das wird immer eng und zum Glück konnten wir zum Schluss den Sieg noch über die Zeit retten, mehr oder weniger. Für den TSV Buchbach ist es die zweite Saisonniederlage, für den SC Eltersdorf dagegen der zweite Sieg in Folge.